Jetzt haben wir also spontan Camillo besiegt und wollen zu Troy. Dafür brauchen wir Blitz. Erstmal müssen wir gucken, ob wir überhaupt einem Pokémon Blitz beibringen können. Das bringt das Ganze gar nichts, wenn wir da stehen und plötzlich gar nichts. Also, Samurzel. Sehr gut. Samurzel hat jetzt Blitz erlernt. Dann können wir unbesorgt in die Höhle reingehen und nehmen vorher noch Zickzacks sein Item weg. Wieder ein Supertrank. Ich mag das Ding einfach. Bis wir es rauswerfen müssen, aber erstmal kann es gerne da drin bleiben. Außerdem kann es jetzt der Schneider. Ganz wichtig. So, diese Höhle kennen wir bereits, da waren wir bereits drin. Die Granithöhle. Moment, habe ich nicht gesagt, in der Granithöhle gibt es Stolunior. Wahrscheinlich relativ selten, aber wir versuchen jetzt eins zu fangen. Dann hätten wir schon Nummer 3. Also, ich weiß natürlich nicht, ob Stolunior wirklich die Votings gewinnen wird, aber wir nehmen es erstmal mit ins Team auf. Ich hatte nämlich überhaupt nichts gegen. Und wenn nicht, werfe ich es halt wieder raus. Alles ein bisschen unproblematisch. Blitz. Ist ganz schön klein, der Ausschnitt, finde ich. Also, was früher so alles beleuchtet hat, jetzt noch diesen kleinen Ausschnitt, aber finde ich auch sehr realistisch und eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Ja. Wie können wir die Viecher fangen, wenn ich sie sofort one-hitte? Nicht one-hitten jetzt bitte. Ja. Gegen den Gift-Typ habe ich natürlich irgendwie nicht gedacht. Wir müssten aber mal wieder eh Sumpi rausholen, sonst überholt Trassler noch mein Morabel. Und das hat auch noch ein paar schwächere Attacken auf Lager. Pokéball, den brauchen wir gar nicht mehr. Granithöhle. Los, Stolunior, greif mich an, damit ich dich im Team mit aufnehmen kann. Ich glaube, das hat sich gereimt. Okay, Lehmschuss sollte ich vielleicht nicht einsetzen, weil es irgendwie keine Wirkung hat. Wie jedes andere Bodending halt. Ach, Tackle, sehr gut, Tackle. Oh. Können wir uns noch einen Tackle zutrauen? Nach dem Blutsauger auf jeden Fall. Wie, du machst einen Volltreffer. Sehr gut. Damit ist Zubat eigentlich so gut wie unseres. Ich spreche gerne von mir in der dritten Person. Ersten Person Plural, ist egal. Ach ja, ein neuer Eintrag. Zubat, Fledermaus. Tagsüber bleibt Zubat an einem dunklen Ort und bewegt sich kaum. Wenn es dem Sonnenlicht längere Zeit ausgesetzt wird, zieht es sich Verbrennung an seinem Körper zu. Das muss bei Sonntag ganz schön schwierig sein. Es ist ein Kerl, es ist ungünstig. Falsch. Wir achten ja hier auf Groß- und Kleinschreibung, ne? Hahaha, witzig und so. Den kommt ihr eh nicht mit ins Team. Ging es hier oben nicht noch irgendwie weiter? Ist das wirklich schon? Warum setze ich immer Nebenschuss ein? Bin zu schnell. Sollte ich die vielleicht tauschen? Zumindest erstmal. So. Ja, Stolunior! Oh, das ist aber weiblich. Oh, wie süß! Oh Gott. Es könnte dauern. Doch nicht. Ich habe doch nur Lebensstelle eingesetzt. Oh. Egal, jetzt kommen bestimmt noch ganz viele. Und wir werden Stolunior auf jeden Fall fangen. Da ging es ja eben nicht weiter, weil ich dafür nur runterrutschen kann. Ich würde gerade sagen Kraxler, aber Kraxler ist gegen andere Steinwände und nicht da gegen. Noch ein Stolunior. Diesmal ist es männlich und dafür wird 12. Egal. Und Aquaklare will ich eigentlich auch nicht einsetzen. Egal, wir versuchen uns einfach mal. Und gucken, was bei rumkommt. Es ist nicht besiegt. Nein, nein, zur Beute, genau.
Premierball, weil es cool ist. Und wenn es nicht, halt nehmen wir einen Superball. Das ist unser Stolunio. Ich habe leider keinen Spitznamen für das Ding. Eisenpanzer. Dieses Pokémon hat einen Körper aus Stahl. Stolunio ernährt sich von Eisenerz aus den Bergen. Zuweilen richtet es auch großen Schaden an, weil es Brücken und Bahngleise auffrisst. Natürlich wollen wir ihm einen Spitznamen geben. Ich hätte jetzt tatsächlich fast Aaron genannt, weil der englische Name Aaron ist. Aber das wäre jetzt vielleicht etwas unkreativ. Wobei... Doch, wir nennen es jetzt erstmal Aaron. Wobei, das ist eigentlich der Spitzname von Onyx, ne? Aaron. Ich habe keinen guten Namen. Ich habe keinen guten Namen. Keinen einzigen. Gut, es wird jetzt erstmal Aaron heißen. Und ihr müsst mir sagen, wie ich das umbenennen soll. Zumindest alle die, die für Stolunio gewotet haben, müssen mir jetzt sagen, wie soll das Ding auch noch heißen. Wie gesagt, der Namensbewerter kommt. Und dann kann ich das gesamte Team umbenennen, sofern ihr das wollt. Und dann machen wir das. Also, teilnehmen, teilnehmen, teilnehmen. Oh, ein großer Stein. Ich habe einen Ewigstein gefunden. Ich benutze die Dinge auch nicht. Wobei doch, ich hatte damals in meinem Rubin-Spiel einen Level 55 Pichu. Und ja, es wollte sich ständig entwickeln. Ich wollte aber nicht, dass sich entwickelt. Ja, jetzt kommt er hier permanent. Siehste. Eigentlich hätte ich viel lieber ein Weibchen. Eigentlich. Aber jetzt haben wir schon gefangen. Ja, falls ich irgendwann mal keins One-Hitte, dann tausche ich gegen Weibchen aus. Weibchen sind immer cool. Aber Level 12 war echt schon eins der stärkeren hier, ne? Wie es so aussieht. Jetzt können wir aber wieder gegen Kassler austauschen. Weil die Level inzwischen nicht wieder unterschiedlich sind. Findest aber schnell. Top Genesung. Findet hier echt Raritäten, ne? Ja, Marguerite fehlt uns auch noch. Gut, dass ich jetzt Trassler eingesetzt habe. Ach Mensch. Was können wir dagegen nur tun? Wir könnten einfach so einen Superball werfen. Der wird natürlich voll daneben gehen, aber wir versuchen es zumindest. Hat sogar geklappt. Staunt mich. Courage. Je. Nicht nur der Courage, nein, Courage. Makuhita ist sehr zäh. Selbst wenn es im Kampf mehrfach niedergeschlagen wurde, steht es immer wieder auf und greift seinen Gegner an. Bei jedem Mal speichert es mehr Energie in seinem Körper für seine Entwicklung. Es ist ein Super Saiyajin. Ja, das hat einen typisch japanischen Namen bei mir. Zumindest nicht ganz so peinlich wie der Rest. Zubat, Zubat. Weg ist es. Ausgang? Nicht ganz. Ah, Troy! Dieses Ding, das du da trägst, das ist ein Pokénuff. Wenn Trainer, die einen Pokénuff besitzen, gegeneinander kämpfen, wird das Ergebnis hier gespeichert. Oh, entschuldige. Ich habe mich gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Troy. Ich sammle selten Steine, daher gehe ich immer mal wieder auf Reisen. Oh, ein Brief? Für mich? Ich übergebe den Brief. Hier, Brief für dich. Brief. Okay, danke schön. Du hast all die Beschwerlichkeiten auf dich genommen, um mir zu bringen. Ich muss mich bedanken. Ehrlich, ich werde dir diese TM geben. Sie enthält meine Lieblingsattacke Stahlflügel. Merken, Stahlflügel. Hm. Deine Pokémon sehen recht talentiert aus.
Wenn du fleißig trainierst, wirst du vielleicht eines Tages der Champ der Pokémon-Liga. Das ist meine Meinung. Mal so ganz kurz Gedanken ordnen. Ist Troy nicht aktuell der Champ der Pokémon-Liga? Nun muss ich mich aber wirklich beeilen. Tschüss. Das war ein kurzes Intermezzo. Noch mehr Stolunior. Nur auf Level 7. So ein bisschen, schwach. Steine. Vielleicht gibt es hier noch versteckte Items. Nö, gibt's nicht. Ach. Hier würde ich die Höhle nochmal von vorne begutachten. Das wollen wir eigentlich gar nicht. Wir haben Stoluni. Es ist männlich. Es ist auf Level 12 und das heißt aktuell Aaron. Ich möchte es wirklich eigentlich sehr gerne umbenennen. Und ich hoffe, ihr gewöhnt euch nicht zu sehr an Aaron und stimmt hier fleißig... Abra, krass. Stimmt hier fleißig ab, welchen Namen Stoluni haben soll. Ja, das versuchen wir natürlich mit einem Pokéball zu fangen, weil Kämpfen wirklich nicht funktionieren. Wie immer bei Abra. Ich weiß aber nicht, ob ein Pokéball reichen wird. Ich denke nicht. Ha! Doch! Mensch, heute unsere Chancen, Pokémon hier zu fangen und sich zu schwächen, sind ja echt gut geworden. Jetzt haben wir ein Abra. Damit hätte ich nicht gerechnet. Abra, Psi. Abra schläft 18 Stunden am Tag. Es nimmt die Gegenwart von Feinden, aber auch im Schlaf wahr. In einer solchen Situation bringt es sich umgehend mit Teleport in Sicherheit. Ja, das weiß ich wohl. Ja, Abra hat bei mir auch so den kreativsten aller Spitznamen. Ja, hat sich auch gelohnt, dass wir hier nochmal einen Abstecher gemacht haben. Jetzt kommen wir auch raus aus der Granithöhle. Wir sind erfolgreich gewesen. Auf jeden Fall. Wer braucht schon mehr? Wir haben ein Stolunia, wir haben ein Abra. Gibt es hier noch seltener Pokémon? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben alles. Coole Sache. Jetzt müssen wir auf jeden Fall erstmal Stolunia rausholen. Bewegen. Ach, guck mal, wir haben schon ganz viele Pokémon gesammelt. Gegen wen? Gegen Fifi auf jeden Fall, weil Fifi kann bisher irgendwie noch nichts und passt schon. Dann müssen wir jetzt eigentlich Stolunia weiter trainieren. Epidem ist halt durch Häutung. Ah ja. Was kannst du? Steinhab verhindert Rückstoßschaden. Okay. Kopiere Spezialattacke. Fährte. Die kopiert die doch nicht, oder? Doch, nein. Synchro macht er. Nee. Synchro schmeißt die Statusveränderung auf den anderen zurück. Keine Ahnung, was Fährte wirklich bringt. Aber ich denke, unser Trasser wird's behalten. Nein, Schwester Joy, ich will nicht nochmal geheilt werden. Dankeschön. Das habe ich aber vergessen, Stolunia auf Platz 1 zu packen. So. Wir wollen schließlich trainieren, habe ich gesagt. Der nächste Halt ist Gravelport City. Ahoi, für dich segle ich zu jeder Zeit überall hin. Nur mein Freund, wo soll es hingehen? Gravelport natürlich. Gravelport City soll es sein. Anker gelichtet. Pegge, mein Schatz, wir setzen Segel. Noch mehr Surfergegner. Oh, ich habe keine Lust. Eine Ruine von Schiff war da. Das werden wir alles noch erkunden. Ahoi, wir haben Gravelport City angelegt. Ich vermute, du gehst ja zu Kapitän Brick und bringst ihm die Devon-Waren. Ja, richtig getippt. Ich habe meinen Anker in vielen Häfen der Welt geworfen, aber Gravelport City ist der schönste Hafen. Okay. Tassilo! Tassilo heißt die Tasse in die Schilden das Biest. Ja, das wechseln wir natürlich aus. Anders können wir, glaube ich, gerade nicht wirklich trainieren. Zumindest nicht sinnvoll.
Aber macht ja auch nichts. Ich könnte mal einen EP-Teiler gebrauchen. Das wäre ganz gut. Meint ihr nicht? Ich weiß leider nicht, wann ich den kriege. Wahrscheinlich mal wieder echt spät. So 4. oder 5. Orden, aber reicht. Du bist der Beste. Nein, ich bin die Beste. Im besten Hafen gibt es auch den besten Trainer. Ja, mich. Wir brauchen ganz lange, um unsere Sandburg zu bauen. Das schenke ich dir. Pudersand. Cool. Wir nehmen alle Sand vom Strand, allen Sand vom Strand und bauen damit eine ganz große Burg. Und dann sind wir Königin und König. Und du darfst unser Diener sein. Nein. Wir gucken jetzt erstmal, was Pudersand macht. Pudersand verstärkt Bodenattacken. Ja, ist in Ordnung. Für Trainer. Pokémon mit gleich hohem Level haben nicht unbedingt identische Statuswerte. Pokémon, die von Trainern aufgezogen werden, wachsen schneller als wilde Pokémon. So ein Sonnenschirm sieht aus wie eine riesige Blume, findest du nicht? Nö. Ich muss immer alles verleihen. Ich bin so negativ. Ach, es tut mir leid, Lola. Das können wir eigentlich nehmen. Schelle, Kopf, nee, eigentlich ein Tackle. Nee, einfach nee. Vielleicht hätten wir doch eher ein schwaches Stolunia nehmen sollen, weil es dann stärker geworden wäre, weil wir es länger selbst trainiert hätten. Aber passt schon so, denke ich. Also die paar Level sind jetzt echt lächerlich. Azurill, natürlich wollen wir das Pokémon austauschen. Wir wollen immer noch Aron weiter trainieren. Machen wir einfach mal Tackle. Gucken. Ne, bringt nicht so viel. Blubber ist gefährlich. Blubber ist gefährlich. Das geht ja noch. Trotzdem werde ich es austauschen. Mensch, verwirr dich selber. Verletz dich, meine ich. Mami! Ein Strand sieht aus der Luft betrachtet wie ein Blumengarten aus. Hast du auch noch Beeren für mich? Das Wasser in diesen Breiten ist sauber, aber ich sammle zusammen mit meinem Zigzags den Müll am Ufer auf. Verschmutztes Wasser wird zu Regen und gelangt in die Flüsse, aus denen wir unser Trinkwasser gewinnen. Verschmutzen wir das Meer, bekommen wir den Schmutz wieder zurück. Welch Umweltbewusstsein hat dieser Mensch? Hallo? Ich bin durstig, könnte im Strandhaus etwas Sprudel kaufen. Ja, Sprudel ist immer wichtig, um irgendwelche Polizisten damit zu bestechen, weil sie so durstig sind. Günther! Warum heißt der Günther? Das ist so der typische Jungname, dem ich mein Kind geben möchte. Günther. Ach, gute Güte. Günther. Warum kann das Surfer? Du hast bestimmt nicht mal den Orden. Oh. Das schockiert mich jetzt doch ein bisschen. Warum kann das Ding Surfer? Hallo. Darf der gar nicht. Der hat bestimmt nicht so viele Orden. Kann gar nicht sein. Jetzt setzt er natürlich kopflos ein. Ja, nee, ist klar. Ich sag's jetzt Surfer, ich bin nicht deppert. Ja. Ich bin am Verhungern. Mein Schwimmreifen sieht aus wie ein Schmalzkringel. Eklig. Hallo, Typ. So, kämpfen mit mir? Ich glaube, der hat sich überfressen. Deswegen hat das Essen von dem Jungen da weggefuttert. Ganz bestimmt. Monty. Python. Immer diese kreativen Namen, ja, Trainer, also. Aquaknarre! Wer interessiert, ob sie effektiv ist? Es funktioniert. Und noch ein Wingull. Natürlich wollen wir wieder das Pokémon tauschen. Es gibt nichts Schöneres als unnütze Tauschverhältnisse. Ah, nee, selber kämpfen lieber nicht. Auch wenn sie bald auf Level 12 sind. Aber das könnte in die Hose gehen. Bei Wasserattacken, die Wingull beherrscht. Ein Aquaknarre-Duell. Macholo, natürlich, natürlich. Tackle, komm. Das kannst du ganz alleine. Und natürlich ist es jetzt besiegt. Klar. Dann will ich mal alleine kämpfen und dann besiegt. Ganz ohne irgendwas.
Ach Mensch. Ich möchte diese komischen Kotzgeräusche nicht nachahmen. Normalerweise bin ich viel stärker. Ich bin seekrank. Ich bin Matrose, aber... Ja. Du bist echt toll. So, hier haben wir alles. Strandhaus. Mögen Heißkämpfe im Sand stattfinden. Heiße Trainer willkommen. Hallo, Tussi. Yo, Trainer. Seid ihr in Eile, müsst ihr wieder fort. Erfrischt euch an Papas Ort. Yo, Trainer. Ja, das machen wir aber erst im nächsten Teil weiter mit den ganzen Kämpfen hier. Zeige ich es mal wieder um. Und dann können wir noch Graffiport City inspizieren und erkunden und die Devon-Waren übergeben. Also, bis nächstes Mal.